Guten Tag. Ich muss mich erst mal setzen. Ei. Setz dich. Wir haben uns zusammengefunden. Wir sind zu dritt hier, um uns die Demo anzugucken von Final Fantasy Jo. 15, die Platinum-Demo. Das ist ja LOM Break. Jo. Darf ich dich beim richtigen Namen nennen im Stream? Oder soll ich Ja, du Break? weißt, dass ich das Okay, dann nenne ich die einfach, vermeide. dann nenne ich die einfach weiter Break. Kannst du machen. Und das ist Christine. Hi. Hat man, der geneigte Zuschauer auf YouTube hat dann schon mal das Stardew Valley geguckt, wo man deine Stimme gehört hat. Ja, eventuell. Ich weiß nicht, ob der Mikrofon an ist. Ich glaube, jetzt ist es Jetzt an. ist es an. Okay. Uhu. Ich meinte, ja. Falls wir zu laut sind, einfach schreien. Wir machen es dann noch lauter. Ja, genau. Also wenn was zu laut oder zu leise ist, sagt wie immer Bescheid und dann können wir das ändern. So. Und ich gebe dir erstmal den Controller. Der PS-Button, kommst du zurück ins Menü? Wir müssen ja das Spiel noch starten. Ja, sollte man. Ja. Yeah. Und Schmeiß nicht alles runter. dafür gehen wir einfach mal rein. Naja, ein Format C geht ja nicht so einfach. Was ist das denn? War da noch links? Na links. Ja, da. Ach, Karbunkel. Ja, klar, logisch. Du wurdest gerade begrüßt im Chat. Hi. Ich kann das von hier nicht lesen. Das ist ja nicht schlimm, du. Du musst das nicht lesen. Ich lese dir das Ja, vor. zur Not kann man sie auch da Dankeschön. unten hinstellen, irgendwie. Naja, mal gucken. Ich weiß nicht, ob dein Mikrofon zu laut. Mein Mikrofon sieht irgendwie gerade zu laut aus. Aber ich kann das ja hier leiser regeln. Könnte man probieren. Aber ich glaube, meins ist auch recht laut, wa? Ja, wie gesagt, wenn mir zu laut oder zu leise ist, schreibt's in den Chat. Wir gucken da regelmäßig drauf und dann geht das los. Jo, so halbwegs. Süß, süß. Ich hätte es gerne als Haustier. Oh ja, der Mikrofon muss ein bisschen lauter werden. Lauter? Ja. Ha. Oh, perfekt. In der Demo hast du schon die Möglichkeit, mal Final Fantasy zu erwerben. Ist ja wunderbar. Ja, fangen wir mal direkt mit dem neuen Spiel an. Normalerweise gucke ich eigentlich immer erst in die Einstellungen rein. Typisch PC-Gamer halt. Es freut mich da. Ja, klar, man muss ja erstmal die Grafikeinstellungen Eben. hochdrehen. Und ich bin jetzt ein bisschen gerade beeindruckt, dass die Demo sogar auf Deutsch ist. Ich dachte, die ist auf Englisch. Als ob dich das stören würde. Muss ich da mal gucken, ob ich den Energiesparmodus aus dem Auge stelle? Oh. Oh, ich will auch mal so ein Tier irgendwo im Wald treffen, was mir einfach mal ein Handy in die Hand drückt. Vor allem, es kostet ja dann nichts, ne? Ja. Naja, Geld und Spiele. Ja, zwei Sachen, die sich eigentlich nicht vertragen. Interessant, dass es von Haus aus direkt auf Japanisch eingestellt ist. Das finde ich cool. Willkommen im Königreich der Fantasie. Miau. Ist das ein Hund oder eine Katze? Das ist Karbunkel. Ich kenne mich nicht so mit Final Fantasy aus. Normalerweise, also das erste Mal, wo ich die gesehen habe, ist es in Final Fantasy 8 gewesen. Da war es so ein kleines, katzenähnliches Vieh mit einem roten Edelstein im Kopf. Also es ist ungefähr quasi die Weiterentwicklung. Aber sieht, finde ich, mal nicht schlecht aus. Ich denke mal, das soll Titan gewesen sein. Ich bin ja gespannt, ob man so ein bisschen Kingdom Hearts anlehnen findet oder entdeckt. Weil ich habe zwar Kingdom Hearts ein bisschen gespielt, aber nicht so viel. Normalerweise ist Karbunkel eine GF gewesen, die eigentlich immer die Gruppe unterstützt. Im achten Teil hat sie zum Beispiel Refleck auf die komplette Gruppe gezaubert. Hat aber sonst nichts gemacht, weswegen ich sie nie gerufen habe. Kann ich nicht mitreden.
Stimmt, die hatten ja auch immer in vielen Final Fantasies ein bisschen anderen Namen, die GF. Wenn ich es gerade lese, die hießen ja auch in irgendeinem Teil Esper. Ja, im 10. Teil auf jeden Fall hießen sie Espers, glaube ich. Ich glaube, es gab mehrere. Im 13. dann vielleicht nochmal, ach, man weiß es nicht. Im 13. auch nochmal, im 9. weiß ich es gerade nicht, wie sie hießen, weil das habe ich am wenigsten gespielt. Im 8. hießen sie, wie du gerade schon ein paar Mal gesagt hast, GF. Laut aus oder komplett ausgesprochen Guardian Force in Teil 7 und ich glaube allen anderen davor waren es einfach nur Beschwörungen. Und hast du keine Waffe, du kannst nur ausweichen. Das ist natürlich ungünstig, dass der Junge nicht boxen kann. Hat er nicht gerade was gekriegt? Kreis angreifen. Und Viereck halten im Defensivmodus. Tja. Nee, Waffen hat er noch keine. Aber die Musik kommt einem schon so teilweise wirklich Kingdom Hearts mäßig vor. Aber ich glaube, das ist einfach bloß deswegen geschuldet, dass es einfach dieselben Entwickler sind. Na genau, im 9. hießen sie irgendwie Bestia, ne? Ja, müssten. Hast du denn gespielt? Nö, aber ich hab zugeguckt. Ah, naja, kann man ja auch machen. Ah, hier. Jetzt darfst du erst in die Klinge reinspringen. Jetzt dürfen wir schwimmen. Hoffentlich kommt jetzt so eine Star Fox. Nee, noch nicht. Also ich glaube eher weniger. Und hi Lilly, grüß dich. Auch wenn du noch Tag nicht auch geschrieben hast. Halte Kreis gedrückt, um automatisch anzugreifen. Hab doch gesagt, das sieht ein bisschen vom Kämpfen aus wie bei Xenoblade. Ich sag's noch einmal, wenn du das noch ein paar Mal machst, dann schallert heute irgendwann mal noch, das mit Xenoblade zu vergleichen, das ist fast schon eine Beleidigung. Xenoblade ist zwar auch ein recht eigenartiges Spiel und vor allem auch ein eigenartiges Kampfsystem, aber... Das ist jetzt gerade wie bei Kingdom Hearts. Ja. Alice im Wunderland. Okay. Ja. Ich sehe, ich muss da ein bisschen was nachholen. Ich hab dir schon mehrmals gesagt, dass du Kingdom Hearts spielen solltest. Du darfst mir auch zugucken, wenn ich es mal spiele. Das ist aber nett. Da bringe ich extra mal meine Playstation mit. Mein Körper ist heute powered by Club Mate, Kaffee und Energy Drink. Schleichwerbung. Kriegst du wenigstens Geld dafür? Nee. Okay. Das wäre mega gut, wenn ich jetzt hier so Geld dafür vom Club Mate bekommen würde. Zum Beispiel von... Wie heißt denn die Brauerei davon? Steht's überhaupt drauf? Upsa. Mindestens haltbar. Das ist eine schöne Marke. Ach, die Loscher GmbH und Co. KG. Also, falls davon jemand zuschaut aus der Brauerei. Hallo. Ich trinke eure Sachen gerne. Ihr könnt mir einen Deal vorschlagen. Ja. Ein Auto fahren? Ja. Quasi die Spielmechaniken schon austesten, so wie das aussieht. Ja, das kann sein. Naja, soll ja auch ein bisschen halt das Spiel selber demonstrieren, klar. Aber jedes Mal auch eine andere Farbe. Träge sind sie. Interessant. Ja, Physik? Das ist ein Transporter. Hey! Erschütternd. Kann man wenigstens rückwärts fahren? Ich versuch's gerade. Du bist quasi noch einen Gang einlegen. Du hast vorne und hinten unterschiedliche Radkappen. Ist halt ein Spielzeugauto, ne Mai. Ja, okay. Aber dafür fährt's auch gut für ein Spielzeugauto. Dafür, dass sie meistens keinen Antrieb haben oder wenn wir gerade ausfahren. Ja, immer noch keine Waffen sind. Nee. Aber dafür greifen sie auch nicht an. Noch nicht. Ja. Vielleicht greifen sie sich ja erst dann, wenn du dann endlich mal eine Waffe hast. Werden wir sehen. Ursprünglich wollten wir davor ja noch Retro City Rampage spielen, aber irgendwie ist die Zeit uns davon gerannt. Aber ist ja nicht das Problem. Bist du dir da sicher? Ja, rennt ja nicht weg, das Spiel. Ich hab's ja gekauft. Ich glaube zum zweiten Mal, oder? Das hast du auch schon auf dem PC, oder? Nee, du hast ja das für den PC gekauft. Oder? Nee, das war Kollateralschaden im Humble Bundle. Ah, okay.
Ich hatte damals mal eine Folge aufgenommen, da hatte ich es mir von einem Kumpel ausgeliehen. Ah, okay. Ich rutsche runter. Ja. Was war denn jetzt? Nächst. Das liegt ganz schön lange, wa? Das ist natürlich doof. Ich frage mich, ob Final Fantasy dann auf mehreren Blu-rays rauskommt. Ich glaube nicht. Das war damals mit Metal Gear Solid 4. Das sollte ursprünglich auch auf 3 Blu-ray-Discs rauskommen. Und da haben sie dann ihre Texturen und so weiter ein bisschen geschrumpft und dann haben sie es doch auf einer drauf bekommen. Okay. Jo, ich bin Rindvieh. Hä? Ja, ich habe mich gerade zurück verwandelt. Ach, du machst das selber immer? Ja, das kannst du selbst auslösen. Ich dachte schon, du verwandelst dich nach einer bestimmten Zeit wieder zurück. Was das für eine Mechanik dann im endgültigen Spiel sein könnte. Nee, ich glaube nicht, dass die im endgültigen Spiel so drin ist. Wir haben ja extra gesagt, dass die etwas anders laufen soll. Ich glaube auch, dass es tatsächlich auch so eine Art Tech-Demo für ein nächstes Kingdom Hearts sein kann. Also für Kingdom Hearts 3. Ja, die ist ja, das Spiel ist ja selbst auch bestätigt. Ja. Interessanterweise wird es aber halt mit der Unreal Engine 4 verewigt und nicht mit einer Eigenkreation. Also, kann ich es Nacht machen. Okay. Lassen. Nacht werden das lassen. Sieht ziemlich schick aus, das Spiel, ne? Ja, das sollte man für Next-Gen-Konsolen eigentlich erwarten. Interessanterweise, wenn. Aber und er bleibt nass, wenn es regnet. Was mich halt stört, sind recht, recht beschränkte FPS sind. Wie man sieht. Ja. Das Geruckel ist schon. Sieht man schon. In den langen als, Flur will sie. Als verwöhnter PCler. Oh, schade. Schade, ist gesperrt. Computersignal. Das ist kein Computer. Das Vieh redet nicht ständig mit dem Handy. Oh, guck mal, das Handy hat da oben 2 Kameras. Das ist eindeutig ein 3D-Kamera. Handheld. Ja, ja. Das ist bestimmt das Nintendo-Phone. Die Dinger sind nutzlos. Ich weiß gar nicht, gibt's von Nintendo eigentlich sowas? Naja, ich weiß, dass es von LG so ein Handy gibt, was wirklich 3D-Dingens, ja. 3D-Kamera und so weiter ist. Weil da ist auch der Hintergrund, das Menü und so weiter komplett 3D-mäßig gehalten. Creepy. Hm? Muss ich echt mal umstellen. Ja, dann kannst du mal weitermachen. Guck ich mal kurz danach. Darf jeder mal spielen. Ja, sowieso. Ach, lass mich lieber nicht ran. Warum nicht? Du fällst immer runter. Ja. Das Letzte, was ich weiß, ist, dass Blu-rays bis zu 50 oder plus minus 50 Gigabyte fassen. Kann natürlich sein, dass es bei Double Layer und so weiter immer noch mehr rauskommt. Gab's ja bei den DVDs auch. Aber wenn es nach bestimmten Helden geht, die sich, glaube John Carmack oder so waren das, heißen, dann sind die Texturen gleich mal 30 bis 40 Gigabyte groß. Und sehen dabei auch noch extrem scheiße aus. Aber im Regelfall, also ich gehe mal nicht davon aus, dass Final Fantasy jetzt auf mehr Blu-rays erscheint. Da steuert sich ein ganz kleines bisschen träge, finde ich. Hast du bei Kingdom Hearts aber auch? Ja. Zum Anfang ist es gefühlt, kommt der Sora nicht so ganz aus dem Knick aber raus. Aber das Kiki wurde gehauen. Oh, jetzt kommt Dark Souls. Ja, gerade nachgelesen. Ja, sagt er doch. So, jetzt müsste es nicht mehr leiser werden. Wir sind älter. Das ist jetzt der Original, also so wie er ist. Mhm. Jetzt hast du auch Waffen. Aua, du kriegst direkt vor die Fresse. Wenn du genau reinläufst. Ein gut alte Stahlgigant. Okay. Los.
Hey, ich wollte ausweichen. Ah, guck sie an. Zu langsam. Oh, ich hab Kreis gedrückt. Zum Ausweichen ist natürlich ungünstig, ja. Mhm. Dann kommt mir nicht der dumme Hund, der soll mitkämpfen. Wir kämpfen nicht mit. Du musst kämpfen, du Pfeife. Ja, wir sind doch zu zweit. Nein. Das ist nur ein Stahlgigant, oder? Mach doch mal nicht einen Cent. Okay. Was gibt es? Boah, ich krieg trotzdem von dir immer. Komm mal von der Treppe da runter. Komm, lass uns mal auf den Platz gehen. Komm. Verarschen. Nein. Fick dich. Oh, diese Wörter. Ja. Lass mal Gravitas gezaubert, wenn du da rankommst. Und Stahlgiganten gab es in mehreren Teilen. In 7, 8, 9, 10 bin ich mir jetzt nicht sicherlich, aber ist nicht sicher, aber definitiv. Das ist so ein wieder Behemoth, so ein Mob, der eigentlich immer auftaucht. Da weicht dann defensiv nur das alleine auf. Ah, okay, alles klar. Das ist ja fast schon langweilig. Ah, lass mich los! Aus der Sphäre, um zu gucken, dass du rauskommst. Ja, die hat mich leider auch wieder reingezogen, automatisch. Ja, das ist bei Gravitas normal, das ist ein Gravitationszauber. Hey, ja, ich bin gerade im Kreis aufgeblitzt und ich wusste so. Ach ja, heil mich, okay. Okay, doch nicht. Schade. Oh, was habe ich denn hier? Tonberry, ja. Kaktor heißt der, glaube ich, den du meinst. Au, oh, jetzt hat er mich gespalten. Tot? Weiß ich noch nicht. Wer ist das denn? Und die Bahamut. Die gehören natürlich auch dazu. Ja, ich hätte gerade tun. Was hab ich denn noch? Was ist denn das? Eine Bombe. Mann, überfordert mich doch ja nicht. Daneben. Zauber. Du hast nur getroffen. Ja, ja. Ja, aber der ist auch so ein allgemeines Gut von Final Fantasy, der ist immer dabei. Ich glaube mal, dass der Kreis immer ist dann eine. Ja, so ein Special. Was macht Rubinlicht? Rubinlicht. Ja, Rubinlicht meine ich doch. Wie gesagt, normalerweise ist es ein Buff. Okay. Ah, ich kann ausweichen. Na, guck. Aha, ich habe dich besiegt mit Hilfe meines Hundes. Das Vieh heißt Karbunkel und ist kein Hund. Ja, das sieht eher einem Fuchs ähnlich. Mit meinem Fuchs? Ja. Ja. Ein Einhornfuchs. Kannst du aufwachen. Okay. Das war etwa alles nur ein Traum. Das haben die ja sogar schon in den Dings. Oh, guck mal, jetzt haben wir auch hier Waffen. Feuerwerk, Gummihammer. Hattest du vorher noch nicht, oder? Nee. Gummihammer! Oh ja! Der macht so einen Quiek. Okay. Ich hab ein Spielzeug gehabt. Okay, ist klar. Was ist das andere? Feuerwerk. Feuerzauber. Denke ich mal. Sind prinzipiell also die gleichen Waffen nur in der. In der Spielzeugvariante. Genau. Bloß süß. Was? Ja, ich bevorzuge Spielzeugvariante. Das ist immer so ein. Zurück zur Wirklichkeit? Nö. Kannst du mal gucken, was da hinten ist? Ja, das war jetzt irgendwie auch mein Plan. Lass mich durch. Kleines Kabukel. Wie groß waren die Demo im Download? Weißt du das noch? Schon einige Gigabyte auf jeden Fall. Okay. Auch mal da unten mit dem Schokobo zu sehen. Das hat den Schokobo gesendet. Das ist der Warp-Angriff. Oh, jetzt hat der Passivmodus nicht funktioniert.
hier. Nö, steht ja auch da. Steht ja auch da. Na, wenn es nicht an der Seite leuchtet. Guck mal an, L. Wenn es da steht. Funktioniert nicht? Vielleicht ein Angriff noch dazu? Was man braucht, auf der. Oh, da geht meine Leistung runter. Mhm. Brauch halt MP. Ganz schön gepuppelt, ne? Ja. Okay. Jetzt kannst du zurückgehen. Ich würde ja auch brauchen. Okay, ja, damit könnte man jetzt einen Kampf aktivieren, sozusagen. Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Mal gucken. Ich war jetzt in der Demo noch eine Viertelstunde. Glaube ich nicht so richtig dran. Wer weiß? Werden wir gleich sehen. Oh, guck mal, eine Karre. Hallo, ein Auto deines Vaters. Hauptsache, es hat dicke Felgen drauf. Übelste Proletenkarre. Mega. Sind die nicht auch irgendwie Millionäre oder sowas? Ich weiß nicht, ich habe mich mit der Story so bis jetzt noch nicht befasst. Ich auch nicht. Ich dachte, die haben eine Band. War schlicht und ergreifend einfach enttäuschend, wenn du vorher schon alles weißt. Ich weiß, dass der Prinz ist, aber ich dachte halt, die haben trotzdem eine Rockband. Das weiß ich nicht. Vor allen Dingen, woher weiß er, was das Vieh sagt, ohne aufs Handy zu gucken? Ach. Er hat die Sprache im Kabuki gelernt. Immer diese Detailverliebtheit. Natürlich. Wie wollen wir den begleiten? Den Karfunkel einfach, oder? Ja, Karfunkel steht doch da. Karfunkel. Karfunkel. Ja, also. Startname. Okay, herzlichen Glückwunsch. Das wow. Der Helm erreicht. Hype. Da machen die bei diesem Event so ein Geschiss drum. Aber wir gucken uns das nochmal ein bisschen genauer an. Jo, ich bin ja im Endeffekt noch durchgerannt, so wie ich es immer mache. Ja. Final Fantasy jetzt zu erwerben? Nein, noch nicht. Später. Eine Demo schon gut, aber das ist ein bisschen zu viel des Guten. Wie lange haben wir jetzt auf dem Zeiger? Keine Ahnung. Nicht lange. Da hinten steht irgendwo eine Zeit, wie lange der Stream schon läuft, und dann müssen wir ungefähr eine halbe Stunde abziehen. Und dann... Also rein technisch gesehen macht es ja schon einen recht guten Eindruck, aber ich hoffe immer noch drauf, dass es ein PC-Release gibt von dem Game. Ich meine, dass sie davon jetzt noch keinen Ton sagen, ist relativ logisch. Mhm. Also sie würden sich das Triebwerk für ihre PS4 wegnehmen. Wieso konnte ich den Tier jetzt zum Ende den Namen geben? Wahrscheinlich, weil du das Viech dann auch im... Da unten Gesamtspielzeit. 26 Minuten. Vorher hat es einen Timer von 5, also knapp 21 Minuten. Mhm. Ich gehe mal davon aus, wenn du einen Safe-Game von dem Ding schon auf der Platte hast, kannst du das Viech nachher auch benutzen? Das kann sein, ja. Würde sogar Sinn machen. Ist die Frage, ob das Ingame auch kriegst, ohne dass du die Demo spielst, oder nicht? Kann man nicht überspringen anscheinend. Nee. Die Eigenschaft, immer alle Knöpfe zu drücken. Nur nicht den, wo es weitergeht. Ja. Das hat ja nicht so viele Knöpfe. Den hier, den PS-Button, da komme ich zurück ins Menü. danach übrigens Shovel Knight. So war zumindest der Plan. Jo. Ich hätte das Kiki nennen sollen. Kleines Kiki. Vielleicht kannst du es ja nochmal umbenennen. Vielleicht habe ich da zwei. Ich bin bei dem Spiel bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich es mir dann tatsächlich kaufen will. Mhm. Ja, wenn's irgendwie die Collector's Edition für 8000 Euro, wo dann noch irgendwie eine Goldstatue dabei ist. Wenn es das erste Final Fantasy ist, das ein aktives Kampfsystem hat und nicht so wie die vorhergehenden Teile von 1 bis jetzt, ist das fast ein Pflichtkauf. Vor allem, wenn man sich gut auf Mana gemocht hat. Früher war es ja noch richtiges Rundenbasiertes und irgendwann ging es ja zu dem Halbrundenbasierten. Und dann, ja, jetzt sind wir bei dem Echtzeitkämpfen halt, die bei Kingdom Hearts. Das Halbrundenbasierte, das hast du im Endeffekt nur noch in 13 und in 12 gehabt. In 12 konntest du aber zumindest,
zumindest vom Kampfsystem her war es in Final Fantasy XII so, dass du dein Team automatisieren konntest und die KI mit bestimmten Bedingungen belegen konntest. Das heißt, wenn zum Beispiel einer unter 30% HP gefallen ist, hast du halt gesagt, hier caste den großen Heilzauber. Okay, cool. Also das nannte sich in dem Game Gambit. Hatte bestimmte Slots gehabt, Anzahl von Slots, die du nach wie vor freischalten konntest. Konntest aber der KI richtig geile Bedingungen geben und Kämpfe somit mit deinem Charakter spielen und die KI hat halt den Rest gemacht. War sehr angenehm. Schade, ich würde gerne mal aus der Ego-Sicht mir das alles ein bisschen näher angucken, so. Muss man mal so. Naja, gut. Ach, so finde ich das schon in Ordnung. Geh mal zu anderen. Schöner Tiefennebel. Ja, hier hinten war noch so ein Punkt. Nö, da warst du doch schon. Ja, da war ich schon, ja klar, aber hier, da geht's ja weiter. Wenn wir noch so ein bisschen die Umgebung. Da oben ist noch irgendwo. Achso, die hab ich nicht gesehen. Kristalle. So, keine Ahnung, was diese Dinger bewirken sollen, aber. Das steht doch nicht da. Ja. Nö. Vielleicht kannst du dir später dafür was kaufen. Vielleicht kannst du dir dann später beim richtigen Spiel irgendwas Schönes verkaufen. Das ist Traumgeld. Also, springen können wir auch. Nein, du kannst nicht springen. Nee, du musst nicht da lang, da auf der anderen Seite war auch schon noch viel zu was. Ich guck mal, wir spielen unglaublich gerne mal die Bäume an, um zu gucken, wie weit die Grafik eigentlich inzwischen gekommen ist. Mhm. Weil Bäume sind eigentlich alles immer das, was immer am hässlichsten aussieht. Ja, früher haben sie sich damit begnügt, einfach Sprites in der Gegend zu stellen, die sie in die Kamera reindrehen. Also, und solange sich der Baum hier nicht komplett mitdreht, ist es eigentlich noch wunderbar. Ja, guck, damit kannst du die Schalter freischalten. Bronzeschalter freigeschaltet. Ja. Ja, man sollte halt mal lesen, was auf dem Bildschirm steht, glaube ich. Manchmal ist das nicht schlecht, ja. Warum wächst denn hier Zunder am Fels? Warum nicht? Naja, wo will der sich von mit? Na okay, wenn der Steine frisst, der Zunder, okay. Kannst du mal zurückgehen? Da waren auf der. Ja, ganz genau da rein. Ein bisschen rauf, ne? Welche gewesen sein, oder? Nee, weiter hinter vielleicht? Ich kann man es ja auch mal durch die Wand glitschen. Ja, natürlich. Das sollten Demos grundsätzlich sein. Wenn ich für eine Demo bezahlen muss, dann hört's auf. Da werde ich mir das Spiel auch nicht antun. Ja, das ist Titan, der neue. Das sieht ein bisschen aus wie hier wie Kratos. Ich glaube, da haben sie sich auch abgekupfert. Aber ich wiederhole mich ungern, aber ich habe es ja schon mal gesagt. Zumindest zwar nicht in dem Stream, aber schon ein paar Mal. Der Titan sieht um Längen besser aus als seine ganzen Vorgänger. Genau. Ist ja nicht so, dass es die komplette Zeit war, der Demo frisst. Also ich würde es eher bezeichnen als Tech-Demo zu Final Fantasy 15. Was halt zumindest mal nicht schlecht ist. Zum Dunkeln sieht es auch was geil aus. Lichtstimmung, HDR. Relativ gut gemacht. Das nennst du ein Kerl, das ist ein Kind. Ja, das ist immer trotzdem noch ein Typ. Er hat Sommersprossen. Ist das Kind gefallen? Japan. Boah, das war jetzt wirklich die Messe. Boah! Ja, komm, ey. Das war ganz egal. Ist auch nicht hübscher. Das sagen die auch nicht. Hey, guck ihn an. 51, oder wieder? Ich dachte, mit 50 schaltet man wieder was frei. Vielleicht ist einfach nur nichts in der Nähe, ums umzuschalten. Ja, der Kameraperspektive rumgespackt.